Hallo liebe Zuschauer, heute habe ich für euch einen Unterbau Edelstahl-Geschirrspüler von der Firma Grundig mit der Bezeichnung GNUP 45540XB. Den gucken wir uns mal genauer an. So, das hat Grundig alles mitgeliefert. Das kommt unter die Tür nachher. Das auch. Dann habt ihr hier so einen Dampfschutz. Ja, das wird so rum geschnitten und unter die Arbeitsplatte hier rüber geklebt unter die Arbeitsplatte. Dann haben wir hier die Abstandshalter. Die kommen hier rein. Das müsst ihr euch natürlich dann, der muss an die Blende ran und die kommen je nachdem, das ist für die andere Seite, aber das würde dann hier rankommen. Dann hat man hier auch so einen, ja, Schnapper, der verhindert, dass der raus oder reinrutscht. So. Dann haben wir hier noch einen Streifen zum Messen der Wasserhärte. Dann haben wir für den Ablaufschlauch die Stelle, dann die Schrauben jeweils, die Schraubenabdeckungen. Und das sind hier Füße. Das heißt, damit kann man nochmal das Gerät, also es sind 5 cm, nochmal erhöhen. Das Gerät, ja. Also 5 cm lassen sich die Füße vom Geschirrspüler verstellen und hier sind es nochmal 5 cm. Also hat man ungefähr 10 cm nochmal Erhöhung, falls man doch die Arbeitsplatte Unterkante auf 90 hat. Ja, dann gibt es die Bedienungsanleitung, Montageanleitung und hier haben wir die Winkel zur Befestigung. Die gucken wir uns auch nochmal an. Die kann man sozusagen so rum, zum Beispiel, ja, je nachdem Situation, dann kann man die natürlich einmal hier oben fest und dann natürlich den hier abknicken und einmal an die seitliche Nachbarkorpus nochmal mit anschrauben. Dann gucken wir jetzt mal den Innenraum an. Der hat eine Besteckschublade. Ja, den könnt ihr auch bei Bedarf komplett rausnehmen, wenn ihr den nicht brauchen solltet. Der Oberkorb lässt sich in 3 Stufen nach oben verschieben, ja, an den Seiten festhalten und hochziehen. Und wieder runter. 3 Etagen. Dann habt ihr trotzdem einen Besteckkorb. Dann nochmal einen Trichter für die Salzfüllung. Den nehmen wir mal komplett raus. Und dann habt ihr hier nochmal, womit ihr auch Grundig wirbt, ja, dass er wirklich in alle Ecken kommt. Ja, hier müsst ihr erstmal 1,5 Liter Wasser einfüllen, beziehungsweise erstmal Salz und dann Wasser. Und dann bitte erst den Geschirrspüler benutzen. Dann haben wir hier den Fach für den Reinigungstabs. Ja, den einfach nach unten drücken, schließen. Wenn ihr den aufmachen wollt, einfach nach rechts den Schalter. Und hier haben wir den Klarspülerfach. Ja, aufmachen, auffüllen. Hier seht ihr dann, wenn er voll ist, und dann einfach wieder zumachen. So, das Gerät ist ja ein Einbaugeschirrspüler. Geräusch 42 dB. So, die Höhe ist 81,8 cm, Breite 59,8 cm und Tiefe 57 cm. Wie gesagt, in der Höhe habt ihr nochmal die Möglichkeit, 5 cm an den Füßen zu verstellen. Und dann habt ihr natürlich, wie ich schon gezeigt habe, die Erhöher. Und die könnt ihr einfach unter die Originalfüße drunter stecken und dann habt ihr, wie gesagt, die Erhöhung. Dann habt ihr hier, wie gesagt, diesen optimale Anwendung für den anpassbaren Korb in 3 Positionen höhenverstellbar. Dann hat er ein Autoprogramm, ja, der hat ein Sensormanagementsystem, das die Menge des Geschirrs erkennt und auch den Verschmutzungsgrad. Ja, durch diese Cornerwash-Technologie erreicht
erreichen die Sprüharme jede Ecke. Und wie gesagt, Maßgedecke 15, Energieeffizienz, das ist D, Wasserverbrauch pro Zyklus 9,5 Liter, Geräuschemissionsklasse B, er hat einen Display-Typ, den gucken wir uns nochmal an, wie gesagt, Besteck, Schublade, dann hat er umklappbare Teller rein im Unterkorb und auch im Oberkorb, der hat eine Expressfunktion, Intensivreinigung im Unterkorb, Deep Clean, Startzeitvorwahl, er hat eine halbe Beladung, hat einen Edelstahl-Look, ja, wie gesagt, Besteckschublade. Dann haben wir hier Gewicht 42,8 Kilo. Es gibt eine Möglichkeit, Tastensperre einzuschalten und auch ein Wasserschutzsystem. Der hat eine Dormatik, das heißt, die Klappe geht ganz zum Schluss selber auf und belüftet. Sozusagen hat Steam-Schein, Expressfunktion, der hat einen Inverter-Eco-Motor, der hat einen Trübungssensor, Startzeitvorwahl. Dann hat er die Zusatzfunktion Hygiene-Care, Steam-Schein, Deep Cleans, Startzeitvorwahl, Express, halbe Beladung, Tastensperre und Dormatik. Wie gesagt, Edelstahl-Innenraum, LED. Ja, den gucken wir uns mal genau an, beziehungsweise ich schalte das Gerät mal ein und dann gucken wir uns mal die Programme an. So, dann schalte ich das Gerät mal ein. Dann haben wir hier die, wie gesagt, die Ein-Ausschalt-Taste. Hier haben wir die Programmauswahl-Taste. Dann haben wir die Warnanzeige für Salz- und Klarspüler. Hier haben wir das Display. Dann haben wir die Funktionswahltasten von F1 bis F6. Diese 6 hier. Dann haben wir die Start-Pause-Taste. Dormatik-Taste, die Funktion könnt ihr ein- und ausschalten. Hier gibt es auch, wenn man die aktivieren sollte, die Anzeige, dass sie dann aufgeht. Dann haben wir hier die Kindersicherung. Ja, feines und Quickwash gedrückt halten. Ja, zusammen, dann ist sie aktiviert. Nochmal die beiden Tasten gedrückt, ist sie deaktiviert. So, wenn wir das Gerät einschalten, fängt er gleich mit Eco 50 Grad an. Ja, das ist geeignet zum Spülen von Geschirr mit durchschnittlicher Verschmutzung. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Es wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Eco-Design verwendet. Ja, da gibt es Vorspülen, Spülen, Trocknen. Ja, Programmdauer 230 Minuten ungefähr. Wasserverbrauch 9,5 Liter. Hier haben wir 4 Stunden und 5 Minuten. Das sind insgesamt 240, 245 Minuten. Wenn ihr aber ja, Dormatik einstellt, dann habt ihr hier 180 plus 50, dann habt ihr hier die 230 Minuten. Ja, dann öffnet sich die Tür vorher und trocknet sozusagen durch diese Öffnung nochmal. Und deshalb braucht er dann insgesamt weniger Zeit. Und braucht dann halt nur noch 3 Stunden und 50 Minuten. Dann haben wir das Autoprogramm. Ja, ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs selbsttätig aus und passt die Temperatur und Wassermenge und auch natürlich Spülzeit automatisch an. Geeignet für sämtliches Geschirr. Ja, auch Vorspülen, Spülen, Trocknen dabei. Programmdauer variiert zwischen 110 und 198 Minuten. Na, je nachdem. Dann haben wir hier einmal ein Intensivprogramm. Bei 70 Grad, ja, dauert 3 Stunden und 14 Minuten. Empfehlenswert für stark verschmutzte Pfannen und Töpfen. Ja, könnt ihr also vollpacken den Geschirrspüler, auch vorspülen, spülen, trocknen dabei. Programmdauer 187 Minuten, Verbrauch 16,8 Liter und Stromverbrauch 1,51 Kilowatt. So, dann haben wir hier noch ein feines 40 Grad. Geeignet zum sanften Reinigen von empfindlichen Glaswaren. Vorspülen, spülen, trocknen dabei, 120 Minuten und 14,4 Liter Verbrauch. Dann haben wir einmal ein Quick Wash, tägliches Programm zum Spülen normal verschmutzten Geschirrs, besonders schnell. Ja, Dauer nur 95 Minuten. Da entfällt das Vorspülen, hier wird gespült und getrocknet. Wasserverbrauch 10,6 Liter bei 1,2 Kilowatt Stromverbrauch. Dann haben wir hier noch ein Mini-Programm.
bei 35 Grad zum schnellen Spülen leicht verschmutzten Geschirrs, das schon, naja, vorgespült wurde, weil hier auch Vorspülen komplett entfällt. Hier ist nur noch Spülen, auch Trocknen entfällt hier. Ja, Programmdauer 30 Minuten bei 10,8 Liter Wasserverbrauch und 0,8 Kilowattstunden. Kommen wir hier nochmal zu dem Programm Zeitvorwahl. Ihr könnt sagen, er soll in einer Stunde, in zwei Stunden, in drei Stunden, in vier Stunden beginnen. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Programm habt, könnt ihr sagen, er soll in einer Stunde beginnen. Ja, dann habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, bei einigen Programmen, nicht bei allen, na, ich gehe mal nochmal auf das Eco-Programm, hier habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel die halbe Beladung zu wählen, dann geht der ein bisschen schneller. Express könnt ihr auch wählen, dann habt ihr hier 3 Stunden und 20 Minuten. Gibt es einige Zusatzfunktionen, die könnt ihr nicht bei jedem Programm benutzen. Hier geht zum Beispiel Steamschein, die Funktion. Ja, diese Funktion ermöglicht eine hohe Trocknungsleistung. Es kann die Dauer des ausgewählten Programms auf bis zu 30 Minuten verlängern. Dann gibt es hier eine Deep Clean Funktion. Die Deep Clean Spüleinheit unter dem unteren Sprüharm ermöglicht ein besseres Reinigen für Ihre stark verschmutzte Flaschen und Geschirrteile, die sich gemäß dem ausgewählten Programm auf der rechten Seite des unteren Korbs befinden. Also ihr müsst auch gucken, ihr könnt nicht jedes Zusatzprogramm zu jedem Programm mit dazu wählen. Ja? Bei Quick Wash könnt ihr zum Beispiel keine halbe Beladung mehr oder Express dazu wählen. Ja, bei Mini-Programm gibt es das auch nicht. Bei Intensiv 70 habt ihr aber die Möglichkeit halbe Beladung. Da müsst ihr selber mal gucken, wie ihr das kombinieren könnt insgesamt. Dann haben wir hier noch eine Kindersicherung. Feines 40 Grad und Quick Wash einfach zusammen gedrückt halten. Ja, dann ist die Kindersicherung aktiviert. Ja, dann passiert auch nichts. Deaktivieren, feines 40 Grad und Quick Wash zusammen gedrückt halten. Und wenn die Kindersicherungssymbol erlischt, dann könnt ihr wieder neues Programm wählen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, wieder Dauromatik, das ist im Augenblick auf, Zeitvorwahl und Express-Taste zusammen gedrückt halten. So ist sie wieder ausgeschaltet und einschalten, wie gesagt, die beiden Tasten nochmal gedrückt halten. Wenn ihr ein Programm abbrechen wollt, Pause, Starttaste einfach für 3 Sekunden gedrückt halten. Ja, hier im Augenblick natürlich geht es nicht, aber wenn ihr abbrechen wollt, nochmal drücken. Und dann 3, 2, 1, 0, dann ist er abgebrochen. Jetzt pumpt er nur noch ab und bricht das Programm ab. Ja, das wäre es von mir über dieses Gerät. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like dafür. Und wenn ihr unsere Videos nicht mehr verpassen wollt, gerne auch ein Abo für unseren Kanal. Wenn ihr Fragen habt, gerne unter die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund.